Wir hatten hier gerade schon ein paar Seelachse auf Naturköder gefangen. Und da war auch schon der erste Biss. Komm, jetzt hängt er. Jetzt hängt er. Jawohl. 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 Ei, ei, ei. Ja, da ist er. Richtig schöner Seelachs. Hat den Gummifisch voll genommen. Den lande ich einmal noch mal schnell. Herzlich willkommen, wir sind mal wieder im wunderschönen Norwegen, diesmal erneut mit Sebastian Boch vom Ferienhäuser Boch. Wir haben uns auf die Reise gemacht. Nach Nordtrøndelag diesmal, wir möchten euch hier ein Revier in Flatanger vorstellen. Wir sind hier im kleinen Ort Vik. Im Hintergrund seht ihr die Unterkunft, wir haben ein schnelles Boot dabei, liegt direkt vorm Haus am Steg. Wir machen uns jetzt auch direkt fertig, wir haben noch mal ein kleines Zeitfenster gegen Abend, wo wir heute vielleicht noch mal etwas weiter an die Außenküste kommen, bevor es die nächsten Tage wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird und sich die ganze Fischerei eher im Scherengebiet Inshore abspielen wird. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns jetzt direkt fertig, tackeln auf und fahren los. Anplünnen, Gerät fertig machen und seid mit dabei. Ja, keine 5 Minuten geangelt hier in Flatanger. Den ersten 48 Meter Berg angefahren. Ich habe einen pinken Gummifisch dran, 150 Gramm Kopf. Und da hat es gleich gerumst und der nimmt ordentlich Schnur. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Er hat jetzt 2, 3 Fluchten schon gemacht zum Boden. Dann war es auch ein bisschen aggressiv, also eine Kopfschläge. Aber das ist ja spannend in Norwegen, man weiß nie, was kommt. Uah. Was macht er da? Fühlt sich ein bisschen wie eine Makrele an, aber dafür ist da zu viel Gewicht hinter. Ja, da kommt er. Oh, ein Halibut. Oder? Ja, ein Halibut. Schön. Herrlich. Ja, herrlicher Start. Schöner Halibut. Keine 5 Minuten geangelt. In Flatanger bei Vik. Herrlicher Fisch. Ja, so kann es weitergehen. Traumwetter. Einfach nur happy. Herrlich. Ja, heute haben wir ein bisschen viel Wind draußen. Deswegen haben wir uns entschieden, nicht rauszufahren, sondern hier in den Scheren-Business zu probieren. Einfach kleine Gummifische, 50 Gramm Kopf. Hier haben wir eine Tiefe zwischen 30 und 40 Metern und wollen einfach mal gucken, was hier geht. Das machen wir jetzt mal. Ein bisschen Drift haben wir heute. Einfach mal auswerfen, bis zum Grund absacken lassen. Da ist auch ein bisschen, ein paar Sicheln sind am Boden, können Fische sein, vielleicht Dorsche, vielleicht Wittlinge, vielleicht Seelachse. Das werden wir gleich hoffentlich erfahren. So, jetzt bin ich unten. Hier die Sicheln gerade, die waren gerade direkt am Boden. Mal wieder ein bisschen runterlassen, Gummifisch einfach mal ein bisschen jicken, ein bisschen animieren unten. Oh, da war schon der erste Biss. Ja. Oh, Biss. Jo, da ist er schon. War nichts Großes, aber
Der erste Fisch. Stellt sich gut in die Strömung. Und der Boden ist gerade richtig voll mit Fisch. Und da kommt der erste. Ja, ein kleiner Dorsch. Ja, kleiner Dorsch. Wir sind einen schlanken Gummifisch. Und den lasse ich gleich mal wieder runter. Und da sind noch ein paar Sicheln. Ich hatte noch zwei kleine Köderfische über. Davon habe ich jetzt mal einen hier runter getan. Und sogar hier kann man etwas bessere Fische ans Band bekommen. Keine 5 Minuten vom Haus entfernt. Hat jetzt keine Fluchten gemacht, ich tippe auf den Dorsch. Da kommt er. Ja, schon ein etwas besserer. Ja, wir hatten hier gerade ein paar Dorsche beim Jicken mit Gummifisch. Jetzt habt ihr eben ganz komischer Drill auf dem Gummifisch, der zweite halbe der Tour. Und was für ein Löwe, was für ein Riese, schaut euch den an. Nein, der ist natürlich zu klein, aber für Nachwuchs ist gesorgt. Süßer kleiner Kerl. Wird groß. Da ist der nächste Dorsch eingestiegen, auch wieder auf einen kleinen Seelachs am System. Bringt hier echt Laune, muss man wirklich sagen. Direkt in der Nähe vom Haus. Eine flache Bucht. Draußen ist Angeln nicht mehr möglich. Und hier kriegt man noch den einen oder anderen Fisch ans Band. Da kommt er. Ja, gestern hatten wir schon einen hervorragenden Start hier in Flatthanger. Ein Heilbutt nach ein paar Minuten gefangen. Heute haben wir leider ein bisschen Pech mit dem Wetter. Wir haben Wind, Regen. Draußen ist es uns so ungemütlich. Aber das Schöne ist, das Ferienhaus, wie ihr seht, ist direkt am Wasser. Das Boot direkt vor der Haustür. Ein kleiner Steg mit dabei. Und da kann man natürlich auch gut angeln. Wenn es nachher zu kalt wird, zu nass wird, geht mal kurz rein, trinkt nochmal einen Kaffee. Und das machen wir jetzt schon. Ich habe hier eine Rute, die werde ich gleich noch montieren. Hab hier ein paar Reka und jetzt gehe ich mal runter zum Steg und kommt einfach mal mit. Oh, ist das windig. Eieiei. So, auf geht's. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Steg, keine 10 Meter vom Ferienhaus entfernt. Hab mir Reka gekauft, noch im Supermarkt. Und Reka ist ein super Köder zum Plattfischangeln, für Pollack, für Dorsch. Und man kann sie natürlich auch super selbst essen. Das machen wir jetzt nicht. Ich habe hier schon eine Rute montiert mit einem Buttlöffel, 2 Haken, überall Reka dran, mit ein bisschen Bait-Elastik noch fixiert. Und die Montage werfe ich hier einfach vom Steg mal aus. Und dann bin ich mal gespannt, was hier vorne direkt beißt. Also gar nicht weit. Und hier vorne schon relativ tiefes Wasser. Ja, dauert ein bisschen, bis der Köder unten ist. Man könnte ihn natürlich jetzt aktiv führen, das mache ich nicht. Ich schließe jetzt einfach den Bügel, mache die Bremse ein bisschen auf, lasse die da unten liegen, fixiere die hier ein bisschen und gucke einfach mal, ob da gleich ein Biss kommt. Und in der Zwischenzeit, wo die Rute schon einen Fisch fangen kann, hätte man noch eine zweite, eine Spinnrute noch vorbereitet. Und mit der werde ich jetzt noch aktiv nebenher noch angeln. Weil an Stegen und ufernah stehen natürlich auch ganz gerne Pollack. Und hier in Flatthanger ist es ein super Revier, um Pollack zu fangen. Und da habe ich verschiedene Gummifische. Ich nehme einfach jetzt mal so einen
pinken kleinen Gummifisch am 30 Gramm Kopf und werde hier aktiv nochmal den Bereich rund um den Steg abfischen, grundnah im Mittelwasser ein bisschen durchleiern und mal gucken, ob ich da noch einen oder anderen Räuber hier bekomme. Da ist bei Sebastian gerade was Besseres eingestiegen. Ja, hier ist wieder ein Fisch am Steg direkt eingestiegen. Das ist jetzt ein Dorsch, wird kein großer sein. Schauen wir mal, wenn er jetzt hochkommt. Er hat sich ein paar Mal gewehrt und gut geschüttelt, aber jetzt ist er langsam müde. Da kommt er hoch und ja, direkt vom Steg, gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Der ist jetzt hier direkt am Steg eingestiegen, auf einen kleinen Gummi am 25, 24 Gramm Kopf. Ja, ich hätte gerade jetzt einen Biss hier auf Reka an der Grundrute. Ich guck mal, ob da was hängt. Oh. Oh, 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 da ist was. Gar nicht so schlecht hier. Oder? Eieiei. Was ist das denn? Dorsch. Auf jeden Fall ein bisschen Gewicht hinter. Da sind ja auch zwei Haken dran. Vielleicht ist ja auch ein zweiter Fisch noch eingestiegen. Eieiei. Ja, da kommt was. Und es ist ein... Ja, auch ein schöner Küchendorsch. Obwohl, der ist ein bisschen schlank, aber egal. Wird hier direkt vor der Anlage, vor dem Ferienhaus. Schöner Dorsch. Lass mich hier auffangen. Schick. Ja, ich habe gegen Abend jetzt nochmal eine Posenrute fertig gemacht. Die habe ich ins Boot gelegt und da zuppelt es gerade. Da habe ich auch eine Reka dran, ungefähr 4 Meter tief gestellt. Und da habe ich gerade einen Biss. Ich guck mal, was da kommt. Ah, lass mal ein bisschen schlucken. Und? Ah, ist da was? Doch, da hängt was. Und? Ja, ganz kleiner Wittling. Der darf gleich wieder schwimmen. So, jetzt ist ein Pollack eingestiegen. Wir befischen hier einen ganz flachen Berg. Der ist nur 6 Meter tief. Obendrauf noch schön mit Kelp bewachsen. Da stehen die Burschen drin. Da kommt er hoch. Kein großer, aber ein Pollack. So, da ist ein Pollack. Auf einem ganz kleinen Gummi am 20 Gramm Kopf. Schöner Fisch, schön gezeichnet. Stand hier ganz oben auf dem Berg, direkt auf dem 6 Meter Buckel. Dichter Tangbewuchs obendrauf, das mögen die Burschen. Jetzt gucken wir, dass wir noch mehr bekommen. Den lassen wir wieder schwimmen. Bis zum nächsten Mal. Und weiter geht's. Jetzt über 20 Meter am Grund. Ist gerade was eingestiegen. Kommt hoch. Und ist ein... Ja, hier in den Scheren schon mal ein bisschen besserer Dorsch auf jeden Fall. Schick. Unten am Grund gebissen, bei 20 Meter Tiefe ungefähr. Auf dem Gummifisch, am schweren Bleikopf. Schöner Fisch. Ja, wir sind jetzt keine 200 Meter vom Haus entfernt. Hinter uns eine schöne Steilwand, wo es direkt steil abfällt. Ein typischer Pollackplatz. Ich habe jetzt hier ein kleines Sandalimitat wieder geworfen. Den versorgen wir jetzt und den gibt es dann heute Abend. Wir haben uns gerade einen Bereich ausgesucht, wo es flach war, ein 6 Meter Berg. Dann ging es runter auf 17 Meter und jetzt geht es immer tiefer runter. Und irgendwann kommt die Kante, wo es dann runterknallt auf 200 Meter. Und da habe ich jetzt gerade am Grund runtergelassen und bumm, hing er. Ich würde mal schätzen, jetzt ein schöner Dorsch, der hochkommt. Und es ist ein... Ja, es ist ein Dorsch. Ne, ein Längen ist es sogar. Schöner Längen für die Küche. Ein Gummifisch wollte er haben. Nicht der größte, aber der erste Längen der Tour. Ja, gerade eben habe ich hier einen Längen gefangen, wir haben nochmal versetzt die Drift, runtergelassen und wieder bumm, diesmal bei 17 Meter. Wir haben jetzt ordentlich Wind bekommen, eine starke Drift. Und schon wieder ein schöner Dorsch, hier bei 17 Meter, flach gebissen. Bei dieser Tour wollten wir mal in Flatthanger bei Wiek probieren, in den Scheren gar nicht mal so weit rauszufahren und da ein paar Fische zu fangen. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, maximal bis zur
Kante, der Offshore-Kante, wo es dann runter geht. Aber hauptsächlich wollten wir Innenscheren, flach angeln mit relativ leichtem Gerät und da ein paar schöne Fische fangen. Wir haben die letzten Tage auch schon richtig gut gefangen, hatten Ecken mit Tiefen von 20 bis 30 Meter mit Mischgrund. Da haben wir mit Gummifischen schöne Dorsche gefangen, bis Mitte 60 Zentimeter. Da kamen auch noch sogar Dorsche auf kleine Naturköder, kleine Seelachse. Dann hatten wir bei Qualäuer an der Außenkante, da haben wir auch angefangen flach zu fischen und uns ein bisschen runterdriften lassen. Da kamen auch noch ein paar Dorsche, ein Lenk kam noch dabei. Zwischen Querneuer und Heimäuer, das ist hier oben auch gar nicht so weit weg von der Unterkunft, da hatten wir um Berg rum bei Tiefen auch zwischen 20, 25 Meter hatten wir auch schöne Dorsche. Aber an dieser Stelle hatten wir nicht nur Dorsche, sondern auch... Genau, Pollacks haben wir auch viele gefangen. Wenn ein Blick auf die Seekarte genügt, man sieht sofort, Flathanger ist natürlich prädestiniert dafür, auch mal einen Versuch auf Pollack zu starten. Wie gesagt, wir haben es eher inshore probiert. Hier sind zig Berge von 6 Meter, 10 Meter, 15 Meter. Steile Kanten, im Idealfall noch mit Seegras oder Tangen bewachsen. Da stehen die Pollacks drin. Auch Flachwassergebiete, angrenzend an etwas tieferem Wasser, die man auch mit leichtem Gerät schön abwerfen kann. Das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig gut. Natürlich auch etwas dem Wetter geschuldet. Wir wären natürlich auch gern mal weiter rausgefahren. Aber wir haben uns dann drauf, auf die Inshore-Bereiche konzentriert und haben auch hier eine wirklich spannende und schöne Fischerei erlebt. Und da war es auf jeden Fall auch zwischen den ganzen Schermen immer eine Ecke gefunden, die windgeschützt war. Man kam relativ schnell rein. Wir hatten auch mal ein Gewitter, da mussten wir auch schnell wieder zurück. Waren wir kurz hier, haben einen Kaffee getrunken, Gewitter abgewettert und danach konnten wir gleich wieder raus angeln. Und Pollack zum Beispiel, wo du es angesprochen hast, wir haben ja auch direkt hier keine, das waren 100 Meter, 200 Meter von der Unterkunft entfernt, hattest du auch noch einen schönen Pollack hier in so einer Steilwand, die mit ein bisschen Kelp bewachsen ist. Super Ecken auf jeden Fall, um hier eine Spaßangelei zu haben. Gar nicht tief, gar nicht mit schwerem Gerät, sondern leichtes Gerät. Da reicht eine Spinnrute aus, eine Zander-Spinnrute von zu Hause, um da wirklich Spaß zu haben und eine tolle Angelei zu erleben. Ja, heute haben wir es hier mal im untiefen Bereich bei 6 bis 10 Metern probiert. Und da ist gleich ein schöner Fisch eingestiegen, auf einen kleinen Gummifisch. Und das ist doch mal ein ganz netter Pollack auf jeden Fall. Ja, herrlicher Fisch. Erster Fisch des Tages heute. Und das bringt natürlich Laune. Schöner Pollack. Ja, und da kommt gleich der nächste Pollack, denke ich mal. Geht hier jetzt Schlag auf Schlag. Immer noch dieselbe Drift. Ein bisschen kleiner als da eben. Ups, und da ist er schon weg. So, nächster Pollack. Da ist er. Hier ist er, kleiner Pollack. Auf einen kleinen, schlanken Gummifisch. Der darf wieder baden. 6 Meter tief, wir sehen den Grund sogar hier unten. Schön mit Kelp bewachsen. Und das mögen die Pollacks, da stehen die drin. Wir gucken mal, dass wir noch einen größeren erwischen. So, das ist der nächste. Wahrscheinlich Pollack eingestiegen. Wir haben jetzt mal die etwas tieferen Berge angefahren. In der Hoffnung, auch mal einen etwas größeren abgreifen zu können. Ich habe jetzt hier einen Sand Eel drauf. Müsste jetzt gleich hochkommen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Oh ja, das ist schon schöner. Und da ist er. Schöner Pollack. Den kann man schon vorzeigen. Schönes Tier, schön gefärbt. Kam auf einen Sand Eel, auf einen 15 Meter Berg. Ganz normal im Mittelwasser beim Durchleiern. Schauen wir mal, was jetzt als nächstes so kommt.
Ja, wir wollen jetzt eigentlich reinfahren. Es hat gerade ein bisschen angefangen zu regnen. Haben jetzt auf dem Unterwasserberg am Fjordausgang noch mal kurz angehalten. Der ist eigentlich immer für einen kleinen oder auch mittleren oder etwas größeren Küchenseelachs gut. Da ist der junge Bursche jetzt hier noch eingestiegen. Den nehmen wir uns jetzt mit. Ja, heute haben wir mal die Wetterbedingungen genutzt. Wir haben fast keinen Wind. Welle haben wir noch ein bisschen von den letzten Tagen, da hatten wir ein bisschen mehr Wind. Und wir sind heute mal offshore gefahren, haben hier mal ganze Seelachse runtergelassen bei ungefähr 40 bis 50 Meter. Und da ist jetzt gleich ein schöner Fisch eingestiegen. Gucken, was da gleich hochkommt. Oh, ich hätte auf Dorsch getippt, aber es ist kein Dorsch, das ist ein Längen. Schöner Längen. Ehrlich. Sehr schön. Schöner Längen hier bei 40, 50 Meter auf einem kleinen ganzen Seelachs. Ja, schöner Fisch. Herrlich. Ja, da ist er. Schöner Längen. Aber hier vor Flatanger gibt es auch weitaus größere Längen. Aber ich bin zufrieden. Schöner Fisch. Ja, gerade eben mal kein Köder als Köder runtergelassen, sondern eine ganze Makrele. Die Makrelen sind hier auch gerade da. Und da dachte ich, ja, dann nimmst du mal eine Makrele als Köder. Zwei Hakensystem, 50 Meter Tiefe. Und das fühlt sich schon mal richtig gut an, was da dran ist. Bockt ziemlich doll. Ich würde mal auf den Dorsch tippen, aber das weiß man ja nie, was es ist. Hat am Anfang ein bisschen Schnur genommen, gar nicht so viel, aber bockt ziemlich doll. Oh, krass, schon wieder ein Längen. Mein Längen, mein Längen. Bleib da. Da seht ihr, wie ich gesagt habe, ganze Makrele. Schöner Fisch. Ja, da ist er. Ungefähr die gleiche Größe wie eben. Der wollte die ganze Makrele schmecken lassen. Direkt am Grund hat er den gleich Wolle genommen. Schöner Längen. Ja, ich habe hier mit einem Schleppblei gefischt, 450 Gramm. Hätte ich gar nicht gebraucht, weil die Drift lässt langsam nach. Schöner Fisch, den versorge ich jetzt. Und dann geht es gleich weiter. Herrlich. Ja, ich glaube so 2-3 Minuten und dann war der Knüppel schon wieder krumm. Kommt was Weißes. Ich glaube, es ist diesmal kein Längen. Ein Seelachs, ein schöner Seelachs ist das. Seelachs auf Makrele. Schöner Köhler. Boah, der kann sich doch mal schon sehen lassen. Schöner Seelachs. Ist auch schon los, hier die Makrele nochmal. Hat hier noch kleine Fischchen drin. Schöner Fisch. Normalerweise fängt man sie beim Speedpilken. Vielleicht machen wir das gleich nochmal. Aber jetzt, der wollte eine ganze Makrele haben. Direkt am Grund. Ja, eben der Lenk. Jetzt dieser schöne Seelachs, der Köhler. Ja, da kommt er. Oh, ein schöner Seelachs. Kam auch wieder auf ein Deathbait. Wir wollten eigentlich Dorsche fangen. Ein richtiger Torpedo. Bei dir ist auch was dran, Jesko? Ich sehe das, ja. Komm gleich, hier. Meine Route ist noch als Passiv hier gerade drin. Den hole ich mir gleich, aber erstmal versorgen wir den. Petri. Ja, der Plan war eigentlich, einen großen Dorsch zu fangen. Wir angeln jetzt hier mit kleinen Seelachsen als Köder. Und kriegen jetzt hier reihenweise Bisse und stehen hier mitten in den Fischen. Aber keine Dorsche, sondern Seelachse. Und das auch gar nicht so schlechte. Wir werden jetzt mal versuchen, gleich mit einer feineren Rute und kleinen Sandaalen noch ein paar mehr von den Burschen zu bekommen. Ich habe wieder einen kleinen Seelachs drauf. Ich möchte gerne noch einen großen Dorsch fangen, aber die Köhler sind schneller. Da kommt er auch schon. Super. Den versorgen wir jetzt.
Und dann holen wir uns endlich den Dorsch. Jo. So. Eben haben wir die Seelachse an der Tukida-Montage gefangen, am schweren Gerät. Und jetzt habe ich mal auf eine 125-Gramm-Route gewechselt. Hier auf dem 35-Meter-Berg. Schlanken Gummifisch dran. Und der Knüppel ist krumm. Wir haben hier echt eine Traumtour erlebt. In Flatthanger bei Wieg. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch mal herkommen wollt und solche krummen Routen sehen wollt, die kriege ich ja gar nicht hoch. Was ist hier los? Mit alle Infos unten nochmal in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Eine Traumtour hier mit Ferienhäuser Boch wieder. Es ist immer wieder ein Spaß. Und da komme ich jetzt wirklich nochmal ins Schwitzen zum Schluss. Ja, man kann hier wirklich eine schöne Angelei zwischen den Scheren erleben. Wenn man ein bisschen mehr Wind hat, man kann hier Tiefseeangeln machen, auf Längen, sogar Rotbarsche, die haben wir jetzt nicht befischt bei dieser Tour. Eieiei, Pollack ist super an flachen Stellen und jetzt hier draußen die schönen Seelachse und das nochmal am leichten Gerät. Was will man da mehr? Sowas könnt ihr hier auffangen und noch viel mehr. Wir hatten wirklich eine Traumtour mit super Fischen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst gerne mal ein Like da. Kommt hier auch ins Revier. Hier erlebt ihr eine Traumangelei. Herrlich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wir haben uns auf die Reise gemacht. Genau, wir sind nach Nordtrott. Nordtrott. Hier ist nichts. Ah, mal schauen, was da kommt. Und da kommt nämlich gar nichts. So, diesen Filmschnitt können wir mal getrost löschen, würde ich sagen. Ciao.